Hi-ho und willkommen zurück bei lieben Strategiespiel und Siedlerfreunde zu Die Siedler 6, Aufsteiger des Königreichs. Ja, wir sind gerade dabei, die Steine zusammenzutragen, die wir für die Kathedrale von Geth brauchen. Während unser guter Elias schon wieder einen Wake-up hat. Ja, woher auch immer die. Achso, sorgt der Barde dafür gerade. Also der Gaukler dafür, hä? Das ist gut. Ein fairer Handel. Ich unterstütze euch und ihr verleiht mir einen neuen Titel. Ja, kriegen wir hin. Sobald du wieder mal zu Hause bist. Da kommt noch eine Fuhre Stein. Mal gucken, wie viel Stein haben die mittlerweile. Zwei. Mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, 50 haben wir von den 80, die wir bereits brauchen. Oh, und der Gaukler ist ab. Das heißt, der Titel ist erstmal wieder nichtig. Weil wir erst jetzt genug Met brauchen. Wo sind eigentlich unsere Methäuser nochmal gewesen? Ah, hier, zu unserer Taverne. Ja, jetzt warten wir darauf, dass das Met fertig ist. Dann errichten wir noch zwei Badehäuser, sobald wir das Level up haben. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Also sobald wir den neuen Titel haben. Dürfte ja nicht mehr lange dauern. Die Taverne braucht noch einmal Met. Da ist auch unser Metbrauer schon an der Arbeit. Es lebt sich gut hier. Braucht niemand meine Waren? Fragt der Wirt. Ja, gerade nicht. Sobald wir Elias seinen neuen Titel verpasst haben, nämlich jetzt. Ein neuer Titel. Das verspricht neue Einnahmen. So, jetzt können wir Badehäuser zwei Stück errichten. Und dann kommen wir auch langsam an unsere Arbeitergrenze. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. So, Elias wieder hier hinschicken. Und die Baderin holt sich schon Wasser. Eine Eisenmine ist erschöpft. Oh, und wir haben kein Eisen mehr. Also jedenfalls kriegen wir keins mehr rein, aber das, was wir an Eisen haben, dürfte für all unsere Zwecke gut ausreichend sein. Oh, wir haben zurzeit keine Milch mehr und deswegen gerade keinen Käse mehr. Wie sieht's mit Schafen eigentlich aus? Unsere Schäfer haben wir ja auch hier in der Nähe, oder? Ja. Wolle haben wir mehr als genug. Die Leute stehen halt wirklich auf Käse. Oh, und wir könnten schon den Marquis erreichen. So. Wollen wir uns nochmal die gesamten Steine von beiden? Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Ja, deswegen werdet ihr jetzt eingestampft. Tut mir leid.
Ja, gut, um das hier erreichen zu können, bräuchten wir eh noch mindestens ein Haus mehr. Das wir reich machen können. Ja, die beiden sind eh arm. Außer wir verkaufen mal unsere Waffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, der Gütersammler muss erst zurückkehren. Also ja, wir bräuchten eigentlich mindestens noch drei Häuser. Da müssten wir alle erstmal reich kriegen. Und ja, die meisten fangen halt arm an und werden erst mit der Zeit reich. Oder auch wieder arm. Ein Karren wurde ausgesandt. So, da ist unser Schwertverkäufer unterwegs. Da kommt unser Stein. Und ja, ihr seht, sie werden nur langsam reich. Also ja, noch ein Klamottenmacher, noch ein Seifenmacher und wahrscheinlich noch eine Taverne würden schon mal ausreichen, um die 20 reichen Gebäude zusammenzukriegen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Salz und Pestle. Gut, jetzt können wir den Stein losschicken. Und hier drüben nochmal Stein kaufen. Alles klar. Ja, Armreich pendelt zurzeit wirklich die ganze Zeit hin und her. Wenn, dann müssten wir mal die Steuern für eine Weile auf Null setzen, damit alle reich mein werden. Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Und Geld nur durch den Verkauf von Gütern. Ihr könnt bei mir im Hafen einen Gaukler anheuern, um das Bedürfnis eurer Siedler nach Unterhaltung zu befriedigen. Das wird auch den Ruf eurer Stadt verbessern. Ja. Jawohl. Einen Gaukler wahrscheinlich, weil wir jetzt den den Baron gerade als Titel haben. Den Grafen. Aber ja, Waffen zu verkaufen, das macht die Häuser leider nicht reicher. Bis jetzt ist nur eine Taverne wirklich reich. Mittlerweile sind alle Gerber reich. Bäcker sind noch arm. Dieses heilige Haus wird die Siedler vereinigen und ihnen wieder Hoffnung geben. Wir sollten jetzt über genügend Stein verfügen, um den Auftrag zu erledigen. Wenn unsere Arbeiter zufrieden bleiben, wird die Kathedrale bald fertiggestellt sein. Könntet ihr Met herstellen, um unsere Arbeiter zu motivieren? Keine Sorge, wir achten darauf, dass ihr nicht zu viel trinkt.
Ja, der Med ist ja schon da. Wirklich, der rote Prinz ist daran interessiert, dass Geth überlebt. Angriff, tötet sie alle. Gute Wahl. Der Gaukler, den ihr angeheuert habt, reist zu eurem Marktplatz, um dort eure Siedler zu unterhalten. Sie werden seine Darbietungen lieben. Verdammt, Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ei! Jawohl! Ist die Frage, wen greift sie an? Uns oder Geth? Sieht eigentlich fast nach uns aus. Ja. Jawohl. Auf die Mauern, Männer. Ei. Wie ihr wünscht. Ja, sie wollen uns Mauern angreifen. Nehmt die Mauern ein! Und ja, wir können ja Katapulte jetzt als Graf errichten und Steinfallen und alles. Alles klar. Auf euren Befehl. Verstanden. Der Gaukler ist in der Stadt. Schon unterwegs. Sofort. Ja, und der Gegner bringt auch Katapulte. Sofort. Gut, den können sie gerne kaputt machen eigentlich. Oder einnehmen. In dem Sektor ist eh nichts mehr Wertvolles für uns gerade. Schöne Kathedrale zu bauen. Mein werter Freund, wir haben es bald vollbracht. Wir müssen nur noch das Innere der Kathedrale ausschmücken. Dazu benötigen wir allerdings ein wenig Gold. Könnt ihr es uns zur Verfügung stellen? Ich werde euer Treiben im Namen des Roten Prinzen beenden. Diese Kathedrale wird niemals fertig. Ein Territorium, King Talon unterwegs! Wird angegriffen! Angriff! In den Kampf! Angriff! So, weg mit euch. Schon unterwegs. So, ohne ihre Armee. Verstanden. Zieht sich Crimson Sabbat erstmal zurück mit ihren Munitionskarren. Ja, wie gesagt, das Territorium brauchen wir nicht unbedingt. Wie bist du hier reingekommen? Oh. Das ist so ein Shit. Machen wir dabei lieber wieder zu. Hm. Auf euren Befehl. So, jetzt brauchen wir Geld. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh. Das ist auch weniger schön. Hi.
Ich hätte vielleicht mit dem Beet warten sollen. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Schon unterwegs. Ja, weil die wollte ich jetzt ordentlich was bumm machen lassen. Hoffentlich kommen wir da doch rechtzeitig an.